Noch im Jahre 1550 waren die Türme des Domes St. Peter und Paul Wahrzeichen der Stadt Zeitz. Doch Herzog Moritz von Sachsen-Zeitz standen sie im Wege, als er 100 Jahre später den Dom zur Schlosskirche umbaute. So steht er noch heute. Ein Dom ohne Türme. Deutlich erkennbar hinterließen die Jahrhunderte deutscher Baugeschichte ihre Spuren. Die ursprüngliche, im Kern romanische, dreischiffige Basilika wurde im 15. Jahrhundert gotisch verändert. Mit Moritz von Sachsen-Zeitz hielt der Barock Einzug. Und so vermittelt sich dem heutigen Betrachter ein eigentümlicher Zusammenklang verschiedener Kunstepochen. Einerseits wird die gotische Hallenkirche beengt durch die Überladenheit barocker Einbauten. Andererseits aber verschmilzt sie mit den Zeugnissen aus romanischer Zeit zu einer steingefügten Einheit. Der Dom überstand unzählige Kriege. Er war Lazarett und Kriegsgefangenenlager. 1985, zwei Tage nach der Ostermesse, stürzten Teile der Gewölbedecke ein und richteten verheerende Schäden an. Seit Jahrzehnten zerstören Luftschadstoffe und saurer Regen den Sandstein. Der Dom St. Peter und Paul in Zeitz braucht Hilfe.